Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Tarotkartenlegung für die 25. Kalenderwoche, der Woche, die am 17. Juni beginnt und bis zum 23. Juni geht. Wir haben in dieser Woche einen Vollmond zum Ende der Woche, zum Wochenende hin. Von Freitag auf Samstag ist der Vollmond und so könnte es ein recht turbulentes Wochenende werden. Bis dahin haben wir zunehmenden Mond und die Energien verdichten sich und spitzen sich dann zum Wochenende hinzu. Liebe Jungfrau, wir wollen uns ansehen, wie deine Woche werden wird und mit welchen Energien deine Woche begleitet sein wird. Schauen wir mal, was die Karten so sagen, was ich dir über die Karten sagen kann. Ja, und natürlich, oh, die Karte ist jetzt etwas weit gefallen. Okay. Ja, und natürlich sind auch alle Crosswatcher herzlich willkommen und wir wollen zusammen die Woche von Jungfrau ansehen. So. Jetzt brauchen wir nur noch eine Karte vom Mondorakel und können dann anfangen. Okay, super. Was haben wir hier so? Die Welt. Oh, das ist doch schön. Ich habe die Karte schon länger nicht mehr gesehen. Manche Karten sieht man manchmal öfter und manche dann länger nicht mehr. Ja, die Welt ist ein, also ist die letzte Karte der großen Arkana und deutet darauf hin, dass du einen Kreislauf komplett abgeschlossen hast und quasi damit auch eine Lebensphase in dieser Woche zum Abschluss bringst. Ja, es kann sein, dass du ein Projekt zum Abschluss bringst, dass du eine Aufgabe erfüllst. Es kann aber auch sein, ja, dass sich einfach ein Gefühl bei dir einstellt von, ja, von angekommen sein, ne? Von genau am richtigen Platz zur richtigen Zeit zu sein, von Vollständigkeit, ein Gefühl von Vollständigkeit. Vielleicht, ne, die Welt deutet auch darauf hin, dass du dich mit jemandem aussöhnen wirst, dass du dich mit jemandem versöhnen wirst, dass du dich tiefer auch mit jemandem verbinden kannst und ihr zusammen in eine neue Phase treten werdet. Ne, dass sich eine Beziehung einfach vertiefen wird im Laufe dieser Woche. Ja, wenn es bei dir um Versöhnung geht, ist es sehr begünstigt, dass ihr voneinander ein vertieftes Verständnis erlangt, ne? Dass ihr euch auf einer tiefen Ebene verstehen lernt. Wenn du etwas zum Abschluss bekommst, auf der Arbeit oder im Privaten, dann wird dieses Ergebnis, ne, von den Abschluss sehr, hat das Potenzial auf jeden Fall, sehr erfolgreich für dich sich zu entwickeln und prägt natürlich die nächste kommende Phase deines Lebens. Ich bin sehr gespannt, was wir hier noch weiter im Weiteren haben. Oh wow, die Liebe, ne? Die zwei der Kelche. Du wirst wirklich sehr zufrieden mit den Entwicklungen in deinem Leben sein und dich sehr glücklich schätzen. Ja, du bist im Frieden, du bist in Harmonie mit dir selbst. Es ist nicht nur eine Karte für die Liebe, sondern auch natürlich für die Selbstliebe, dass du mit dir im Einklang bist und dich annehmen kannst in voller Liebe. Das ist wirklich sehr schön. Aber natürlich diese Selbstliebe, dieses Gefühl, was ich beschrieben hatte, wird sich auch auf alle deine sozialen Beziehungen positiv auswirken und vor allem auf die Personen, die dir sehr nahe stehen, ne? Deine Partnerschaft, deine Familie. Hier zeigt sich ein Prinz der Schwerter und dieser Prinz der Schwerter könnte eine andere Person in deinem Leben widerspiegeln oder sich auch auf dich beziehen, auch wenn eine andere Person etwas wahrscheinlicher wäre, weil der Prinz der Schwerter entspricht der Luftenergie und du bist ja kein Luftzeichen, sondern ein Erdzeichen. Aber für ein Erdzeichen hast du schon einiges an Luftenergie, ne? Durch deinen analytischen, rationalen Verstand. Ja, der Prinz der Schwerter könnte hier ein anderer Mensch sein, womöglich ein Mensch mit viel Luftenergie. Und das könnte Wassermann, Waage, Zwilling sein. Aber natürlich ist hier auch ein anderes Sternzeichen denkbar. Der Prinz kann auch eine weibliche Person sein, bezieht sich mehr auf den Reifegrad. Und
Man sieht hier eine unreife Seite von diesem Menschen oder eine kindliche Seite, die dieser Mensch auslebt aktuell. Es könnte sich tatsächlich um ein Kind in deinem Leben handeln. Vielleicht beschreibt der Prinz der Schwerter deinen Sohn oder deine Tochter. Das wäre denkbar. Ja, oder einen älteren Menschen, der eben aktuell diese kindliche, jugendliche, leichte, leichtlebige Seite in sich auslebt, ne? Und das auf der Luftebene. Das führt dazu, dass dieser Mensch sehr kreativ ist aktuell, sehr viele Ideen hat, aber auch etwas ungeordnet sein könnte. Ein Mensch, der viel Neugier besitzt, vielleicht auch wirklich aktuell etwas Neues ausprobiert, sehr experimentierfreudig ist und einen Forschungsdrang besitzt, ne? Ein Mensch, der neue Ideen verfolgt, der auch sehr lustig sein kann, sehr viel Humor besitzt. Und eben eine sehr leichte, leichtlebige Art und Weise. Das kann auch manchmal sein, dass dieser Mensch so ein bisschen ein Luftikus ist und kommt und geht, wann er will. Das könnte tatsächlich auch der Fall sein, ne? Dass dieser Mensch aktuell oder vielleicht auch generell, je nachdem, etwas unzuverlässig sein könnte. Aber es nicht böse meint, sondern so ein bisschen einfach ungeordnet auch selbst ist, ne? Wir schauen uns diese Person mal an. Aha, der Prinz der Schwerter denkt an einen Prinz der Stäbe. Könnte sein, gerade wenn du es mit einem Kind zu tun hast, bei Kindern versteht sich das ja von selbst, dass dieser Mensch so ein bisschen an sich denkt, ne? Also Kinder müssen so ein bisschen an sich denken, ne, für die eigene Entwicklung. Aber es könnte sich auch um zwei Personen handeln, ne? Wobei dieser Prinz der Schwerter an den Prinz der Stäbe denkt. Der Prinz der Stäbe ist ein Feuerelement. Schütze oder Löwe wäre hier denkbar. Gerade wenn du es mit Wassermann oder Schütze zu tun hast, könnten beide Karten sich auf dieselbe Person beziehen. Ja, dieser Mensch muss aktuell etwas an sich denken, weil dieser Mensch auch einige Probleme hat im Leben, ne? Unzufrieden ist und aktuell diese Schwierigkeiten erkennt, analysiert, auch erlebt, aber nicht unbedingt sofort etwas daran ändern kann. Also man sieht hier einen Warteprozess oder ein Aushalten, eine Phase der Unzufriedenheit bei diesen Menschen, ne? Dieser Mensch hält eine nicht gute Situation im Moment aus und hat womöglich finanzielle Probleme oder Probleme im materiellen Bereich generell, ne? Ist vielleicht auch mit der Wohnsituation unzufrieden oder mit den allgemeinen Umständen. Erkennt diese Umstände im Moment, es ist eine Phase der Reflexion, ne? Es ist auch ein Entwicklungsprozess, erstmal zu erkennen, womit man so im Konkreten unzufrieden ist, aber es ist natürlich erstmal nicht angenehm. Aber auch veränderbar natürlich. Aber es geht hier wohl alles ein bisschen langsam für diesen Menschen und das ist nicht, ist ein bisschen, dieser Mensch kommt nicht so ganz dadurch in sein Potenzial. Ja, der Prinz der Stäbe, wollte ich hier nochmal sagen, ist im Gegensatz zum Prinz der Schwerter so ein bisschen dynamischer, abenteuerlustiger und auch ein bisschen leichtsinniger, aber auch sehr leidenschaftlich, ne? Sehr voller Tatendrang, vielleicht auch, ja, so ein bisschen lebenshungriger, dynamischer einfach. Ja, man sieht halt dann dadurch bei diesen Menschen sehr viel Power. Was dieser Mensch gar nicht so richtig ausdrücken kann aktuell, ne? Es kann sich aber dann doch auch ändern. Wir schauen mal weiter, was ich dir weiter sagen kann. Du, liebe Jungfrau, hast in der letzten Zeit sehr gekämpft für etwas. Du hast dich hier so schon sehr stark für jemanden oder für eine Sache, von der du überzeugt warst, eingesetzt und bist auch über dich hinausgewachsen in dieser Zeit, aber das kann schon eine sehr fordernde Zeit gewesen sein.
in der du sehr an dich und eine Sache oder an einen Menschen glauben musstest, um weiterzumachen, um voranzuschreiten, um etwas zu überwinden oder etwas zu erreichen, etwas Bestimmtes. Und ich habe den Eindruck, dass du jetzt doch vieles geschaffen hast, ne? Vieles erreicht hast und dass du jetzt in dieser Woche ein wenig mehr zur Ruhe kommen wirst und auch das Ergebnis dieses Einsatzes erleben wirst. In deinen Gedanken ein Ritter der Stäbe. Und das kann hier natürlich diese Person sein. Gerade wenn du jetzt beim Prinzen gedacht hast, hattest, ja, ich kenne diese Person, aber sie ist kein Kind, sondern eine ältere Person. Kennst du diesen Menschen auch von seiner reiferen Seite? Und dann ist es nur so temporär, dass dieser Mensch in dieser jüngeren Variante verweilt oder verweilen muss. Aber du siehst auf jeden Fall bereits oder du kennst das Potenzial dieses Menschen bereits, ne? Kann auch sein, dass das eine andere Person ist, ne? Andere Person, über die du dir Gedanken machst. Eine Person des Feuers. Schütze, Widder, Löwe, ne? Wie beim Prinz der Stäbe auch. Es ist auf jeden Fall eine Person, über die du dir aktiv viele Gedanken machst. Ne? Diese Person ist in dieser Woche sehr präsent in deinen Gedanken. Und es könnte auch sein, dass das einen ganz anderen Bereich in deinem Leben, dass dieser Mensch in einen ganz anderen Bereich in deinem Leben auftaucht. Ne? In manchen Legungen spiegelt der Ritter der Stäbe auch eine Vorgesetzte wider oder einen Chef. Diese Energie könnte sich natürlich auch auf dich beziehen und gerade dann, wenn du auf der Arbeit selbst eine Führungsrolle einnimmst, dann denkst du hier vielleicht an deine Qualitäten als Führungsposition, in einer Führungsposition. Ja. Es könnte aber auch die feurige und leidenschaftliche Seite einer Person sein, die du im Privatleben kennst. Und wir schauen uns diese Person mal genauer an, dann kann ich dir mehr sagen. Okay, diesen Menschen geht es wiederum sehr gut aktuell, muss man sagen. Wenn das die gleiche Person ist, dann sind das vielleicht zwei Seiten derselben Medaille, ne? Und diese beiden Energien gleichen sich gegenseitig aus. Oder ist es auf verschiedene Bereiche im Leben dieses Menschen bezogen? Oder es sind halt wirklich zwei unterschiedliche Menschen, um die es hier geht, ne? Der Prinz der Schwerter denkt ja auch an einen Prinz der Stäbe. Und so könnte das natürlich so sein. Dem Ritter der Stäbe geht es eben sehr gut. Dem Prinz der Schwerter, ja, vielleicht spielt hier, also wenn das hier eine zwischenmenschliche Situation ist, würde ich dich tatsächlich mehr als zum Prinzen der Schwerter zuordnen, liebe Jungfrau. Vielleicht ist es so, dass der Ritter der Stäbe hier wirklich enorme Fortschritte im Leben macht, aber du blickst darauf so ein bisschen skeptisch, ne? Es könnte ein Mensch sein, der auch so ein bisschen leichtfertig mit den Dingen umgeht und zu schnell nach vorne stürmt. Und du bist so ein bisschen skeptisch, wie langanhaltend diese Bewegung sein wird. Ne? Du bringst hier vielleicht dann womöglich ein bisschen Skepsis rein. Aber vielleicht solltest du dich mit Kritik, muss ich sagen, ein wenig zurückhalten. Vielleicht.
Aber vielleicht ist es auch sehr begründet, sehr schwierig. Also man sieht hier schon einen sehr positiven Fortschritt bei diesen Menschen. Dieser Mensch ist voller Schaffenskraft, hat Ideen, hat eine Vision, die er mit spielerischer Leichtigkeit umsetzt, ne, gutes Verhandlungsgeschick hat und eine sehr positive Ausstrahlung hat, wodurch er auch andere von sich überzeugen kann, motivieren kann, ne, und auch viel Strahlkraft besitzt. Und dieser Mensch wird viel erreichen, was diesen Menschen auch wiederum neue Dynamik schenkt, ne? Und Lebendigkeit, Vitalität. Vielleicht führt es auch dazu, ne, wenn das hier eine Beziehung ist, dass dieser Mensch sich in dich verliebt, ne? Irgendwie, also gerade, dass dieser Mensch sehr von dir angetan ist. Auch selbst eine starke Ausstrahlung hat. Aber irgendwie gibt es einen Haken an dieser Geschichte, ne, mit den 5 der Scheiben. Es könnte sein, dass du das Interesse nicht erwiderst für diesen Menschen, zum Beispiel. Oder dass sich ein kommunikatives Problem zwischen euch beiden zeigt. Das könnte auch der Fall sein. Ja, interessant. Wir schauen mal weiter. Hier in dein Herzen der Ritter der Kelche. Und der Ritter der Kelche ist jetzt hier Wasserenergie, ne? Fische, Krebs, Skorpion. Und das könnte hier dieser Ritter auch sein. Also der Ritter der Kelche könnte sich gut auf den Ritter der Stäbe beziehen. Dann kennst du diesen Menschen auch von seiner emotionalen Seite. Und in der Kombination mit Feuer, Wasser wären wir hier besonders bei Skorpion oder Löwe. Aber natürlich könnten das auch zwei unterschiedliche Personen sein und natürlich könnte diese Person auch ein anderes Sternzeichen haben. Der Ritter der Kelche ist auf jeden Fall der Personentypus, der tief in dir verankert ist. Das heißt, man sieht hier eine große Seelenverbundenheit zwischen euch beiden, wenn das eine andere Person ist, ne? Also dieser Mensch ist dir schon sehr, sehr nahe, ne? Und es könnte auch sein, ne, dass du diese Personen rein beruflich begegnest und dass diese Person in dein Privatleben an deiner Seite ist. Dann spielt diese Person in dieser Woche womöglich in deinen Alltag, in deinen alltäglichen Empfinden gar nicht so eine aktive Rolle. Aber diese Person muss gar nicht so präsent sein in dein Leben, damit du dich mit ihr verbunden fühlst. Und dann könnte es sehr gut sein, dass diese Karten hier darauf hindeuten, dass du aktuell ja sehr präsent bist in der Welt und viel mit anderen Menschen zu tun hast. Andererseits zeigt sich hier auch die Liebe, ne? Also das Private, das Zwischenmenschliche ist dir hier schon auch sehr wichtig. Ja, der Prinz der Kelche ist auf jeden Fall diese Wasserperson, eine reife Persönlichkeit, ein einfühlsamer, empathischer Mensch, ein romantischer Mensch. Ne? Und wir schauen uns diese Person mal genauer an. Der Ritter der Kelche könnte sich auch auf dich beziehen, liebe Jungfrau. Und dann ist hier deine emotionale Seite angesprochen, die gerade im Begriff ist, sich weiterzuentwickeln und sich bald mehr zu zeigen. Was denkt der Ritter der Kelche? Ja, also dieser Mensch, das könnte wirklich hier die gleiche Person sein, ist letztendlich recht zufrieden, ne? Empfindet die Verbindung mit dir oder mit dir und anderen Menschen, je nachdem, ne? Mit einer Familie, Freundeskreis oder auf der Arbeit,
als eine sehr harmonische, glückliche Verbindung, dass ihr als Team einfach zusammen toll wirkt, toll zusammenarbeitet, toll interagiert und dass das zwischen euch beiden schon eine sehr runde Sache ist und dass ihr perfekt füreinander seid, ne? Gut miteinander harmonisiert. Mir ist gerade irgendwie eingefallen, es kann sein, dass dieser Mensch im Berufsleben zum Beispiel sehr gute Fortschritte gerade macht und dass das dein Partner ist oder deine Partnerin und du selber aber das Gefühl hast, dass dieser Mensch zu beschäftigt ist, ne? Und du so ein bisschen unzufrieden bist, weil ihr zu wenig gemeinsame Zeit habt. Das könnte zum Beispiel auch ein bisschen der Fall sein. Ja, aber hier zeichnet sich so ein bisschen ab, dass dieser Mensch zwar in dieser Woche sehr beschäftigt sein wird, aber dann auch an einen Punkt kommt, wo es diesem Menschen zu viel wird. Dieser Mensch aber doch sichere, klare, strukturierte Verhältnisse schafft. Und dann darin, in dieser Energie, in dieser Struktur sich durchaus auch ein wenig erholen wird, können wird. Tendenziell eher zum Ende der Woche. Bei dir die Lust und die Leidenschaft. Ja, das könnte wirklich sehr gut sein, dass dein Partner sehr, sehr viel arbeitet, aber du hast deine Aufgaben erledigt, ne? Und du möchtest jetzt einfach nur das Leben genießen und glücklich sein und deiner Leidenschaft nachgehen können. Vielleicht auch ein wenig Luxus genießen, ne? Die schönen Seiten im Leben genießen, Vergnügen nachgehen und Erfüllung, auch sexuelle Erfüllung. Und das hast du dir auch vollkommen verdient, ne? Ja, ich sehe hier schon eine sehr starke Leidenschaft, einen Wunsch, dieser Leidenschaft nachzugehen bei dir im Laufe der Woche. Ja, aber es gibt hier auch Konflikte, ne? Also irgendwie glaube ich, es liegt daran, dass dein Partner nicht genug Zeit hat, aktuell. Aber das kann sich auch wieder ändern. Aber es könnte schon für Differenzen zwischen euch beiden führen und ich glaube, dein Partner ist auch so vom Temperament ein anderes wie du. Ja, was einfach sehr konstruktiv sein kann, sehr spannend sein kann, man kann viel voneinander lernen. Es führt aber schneller zu Konflikten, weil man nicht einfach so direkt Verständnis füreinander hat, ne? Und dein Partner, deine Partnerin agiert vielleicht einfach in manchen Situationen für dich etwas unverständlich, ne? Oder einfach anders, als du das machen würdest. Und das kann eben manchmal von Vorteil sein. In dieser Situation scheint es eher von Nachteil zu sein, wenn du nicht in einer Partnerschaft bist, ne? Dann ist das vielleicht ein guter Freund, eine gute Freundin, jemand in der Familie. Eine Person, mit der du gerne aktuell mehr Zeit verbringen möchtest. Und es nicht unbedingt so kannst, wie du es dir gerade wünschst. Aber das muss kein dauerhafter Zustand sein. Das ist sehr temporär. Aber es könnte hier sehr schnell sein, dass sich negative Gedanken bei dir bemerkbar machen. Du vielleicht dieser Person etwas vorwirfst, hier sehr kritisch bist und auch so ein bisschen pessimistisch die negativen Seiten dieser Entwicklung erkennst. Und es könnte dir leicht auch passieren, dass du dich in diesen negativen Gedanken verstrickst, auch wenn vieles in deinem Leben sehr positiv verläuft. Ja, hier geht es viel darum, die Dinge offen anzusprechen, Konflikte zu versuchen zu lösen und auch für Klarheit in den eigenen Gedanken zu sorgen. Leichter gesagt als getan, ne? Manchmal ist das schwieriger, manchmal fällt einem das leichter.
Ich denke, jede körperliche Aktivität kann dir sehr gut tun in dieser Woche und ich würde dir auch ja gerade Sport oder Tanz empfehlen. Und falls dein Partner, deine Partnerin oder dein bester Freund, deine beste Freundin oder jemand aus der Familie keine Zeit hat, sich andere Menschen zu suchen, mit denen man die Zeit verbringen kann, ne? Denn du brauchst das und du hast es dir verdient, das Leben zu genießen und das Leben dir schön zu gestalten. Und ich sehe hier klar das Bedürfnis und den Wunsch dazu. Ach ja, gerade dein Freundeskreis, dein gesamtes soziales Umfeld ist hier wirklich sehr, sehr begünstigt. Und eigentlich ist das, was gerade in deinem Leben so passiert, genau das, was du dir gewünscht hast, das, was du dir erträumt hast. Vielleicht ist nicht alles perfekt, aber es ist schon sehr vieles sehr positiv, ne? Und das, was du dir so gewünscht und erträumt hast, ist vielleicht noch nicht hundertprozentig da, aber rückt in greifbare Nähe. Tatsächlich sieht man hier deutlich die Tendenz, dass deine Zukunft sehr vielversprechend ist in Bezug auf dein soziales Leben und dass du bezüglich dieser Aspekte in deinem Leben auch sehr zuversichtlich bist, sehr hoffnungsvoll. Und es ist wichtig, in dieser Woche dich mit anderen Menschen zu treffen. Hier können auch tolle Ideen zustande kommen. Tolle neue Inspiration, neue Zukunftspläne, die auch deiner Wunscherfüllung, deinen wahren Träumen entsprechen. Also ich muss schon sagen, es könnte schon sehr gut sein, dass du sehr, sehr glücklich bist. Dieser Prinz der Schwerter macht mir Sorgen, aber eigentlich gleichen die anderen Karten das sehr intensiv aus, ne? Und ja, ich glaube, es eröffnen sich über deinen Freundeskreis, ne, ganz neue Möglichkeiten aktuell in dieser Woche für dich, die eben deinen Träumen und Wünschen entsprechen. Gerade wenn es bei der Welt um eine Versöhnung geht, gerade wenn du dich mit jemandem versöhnst in dieser Woche, wird das ein sehr schönes Erlebnis, weil der Stern hat auch etwas von Reinigung, von Heilung, von Beziehungsstrukturen, von einem gereinigten Zustand, ne? Dass man wirklich hier tatsächlich Probleme hinter sich gelassen hat, bereits hinter sich gelassen hat und jetzt eben mehr Platz ist für Neues, ne? Für neue Inspirationen und Wünsche und Träume. Und du solltest deine Vision, deine Ideen für die Zukunft sehr, sehr ernst nehmen. Denn du könntest tatsächlich auch irgendwie etwas Weitsichtiges diesbezüglich haben, ne? Etwas Hellsichtiges in Bezug auf deine Zukunft. Ja, hier, diese beiden Karten, die Welt und das Universum, sind die gleichen Karten. Und du strebst diesen Abschluss, ne? Diese Vervollständigung, diese Vertiefung deiner Beziehungen und die Versöhnung aktiv an. Du erwartest das, du möchtest das, du steuerst darauf hin. Du erzeugst quasi selber diesen Zustand auch, ne? Durch deine Erwartung, Hoffnung und Hoffnungen. Und ich denke, sie werden erfüllt, ne? Also diese Energie ist auf jeden Fall sehr, sehr präsent in deinem Leben. Zum Wochenende hin, der Prinz der Scheiben. Ja, und schau mal, ne? Es könnte sich hier schon auf eine Person beziehen, diese beiden Prinzen, die deinen Sternzeichen entsprechen. Vielleicht hast du es auch mit einer anderen Jungfrau zu tun, liebe Jungfrau. Vielleicht auch mit Zwillinge. Oder mit einer ganz anderen Person, die für dich dann der Prinz der Scheiben ist. Der Prinz der Scheiben ist auf jeden Fall eine Personenkarte, die sich auf Erde bezieht.
Und so könnte es auch sein, dass du dich zum Ende der Woche, liebe Jungfrau, bei dir selbst angekommen fühlst als Prinz der Scheiben, dass du mehr selbst diese kindliche, junge Energie erleben wirst oder einer Person begegnen wirst, die das für dich repräsentiert im Leben. Ja, der Prinz der Scheiben ist auch jemand, der etwas Neues lernt, ne? Der sehr aufmerksam durch das Leben geht, auch neugierig ist, sehr pragmatische, realistische Lösungsansätze verfolgt, neues Wissen aufsaugt, neues lernt, besonders im machbaren, im handwerklichen, im technischen, im hauswirtschaftlichen Bereich, ne? Vielleicht auch Gartenarbeit oder etwas zu strukturieren, etwas in Ordnung zu bringen. Und dieser Person wirst du begegnen oder dich als diese Person zum Wochenende wiederfinden. Und der Prinz der Scheiben erlebt eine Befreiung. Und Wandlung und Transformation seiner Persönlichkeit. Und das ist wirklich wie ein Sieg. Man löst hier sich von alten Problemen. Dieser Mensch wird sich erfolgreich von alten Problemen lösen, endgültig befreien. Das passt hier auch sehr gut zum Stern, ne? Und das schafft Platz für Neues. Und das wird diesen Menschen vorkommen wie ein Sieg im Leben, wie eine Genugtuung, ne? Dass es so geschehen ist, wie man es sich erwünscht und erhofft hat. Dass man endlich ein Problem losgeworden ist, dass man etwas Altes hinter sich gelassen hat, vielleicht wirklich eine alte Verletzung, eine alte Trauer. Und man spürt förmlich, wie viel Platz für Neues geschaffen wird. Und liebe Jungfrau, du wirst alle Gründe haben, deinen Sieg zum Wochenende hin zu feiern, mit oder als diese Person zusammen. Und das wird wunderschön und das solltest du voll und ganz genießen, diese tolle Energie. Also, ja, es findet sich eine Problemlösung. Ne? Was haben wir hier? Mach den ersten Schritt. Ne? Mach den ersten Schritt. Und damit ist vor allem gemeint, Schritt hin zum Leben genießen. Ne? Den Mut einfach, ja, die Probleme aktiv hinter sich zu lassen. Aktiv nicht mehr über die Probleme nachzudenken, sondern sich hin zum Vergnügen, hin zum Schönen, hin zum Erfüllten zu entwickeln. Das sehe ich hier für dich, ne? Es geht hier auch darum, sich von Sorgen zu befreien, ne? Von alten Gedankenmustern, von alten Ängsten, Glaubenssätzen, Überzeugungen, die nicht mehr aktuell sind, die in der aktuellen Situation keine Funktion mehr für dich haben. Dass du dich hier von alten Schwertern befreist, ne? Nämlich wenn, ich weiß nicht, ob man das auf der Karte so gut sieht, aber das sind sehr alte Schwerter. Sie sind gebraucht, sie sind benutzt, sie haben alle ihre Macken, ne? Nicht mehr so funktional. Und deswegen ein guter Grund, um hier auszusortieren, ne? Auszumisten, die Gedanken, Strukturen genauer zu überprüfen. Sowas dauert natürlich auch ein Prozess, das könnte hier auch mit den fünf der Scheiben gemeint sein, aber ich sehe hier sehr viel positive Aussichten auf dich zukommen, liebe Jungfrau. Also wirklich wunderschöne Energien, wunderschöne Karten. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, dass du sie als sehr positiv erleben wirst und dich inspiriert fühlst und dich auf das Schöne und Harmonische im Leben konzentrieren kannst. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.